Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Talos Principle und auf der Jagd nach 1, 2, vielleicht auch 3 Sternen. Und wie wir hier oben sehen können, da ist genau der Stern, den ich sehr gerne haben wollen würde. Die Frage ist natürlich nur, wie man zum Kuckuck da hochkommt. Und zwar wirklich zum Kuckuck. Ups. Das ist natürlich jetzt die große Quizfrage. Zack. Haha, super. Weil, ganz ehrlich, ich kann mir nur vorstellen, mit einer Kiste hier hochzukommen. Die Frage ist nur, wo? Ey, ich würde da so gerne drauf gehen, ne? Wieso geht das denn nicht? Ja, ey, so eine blöde... Vielleicht kann ich da hoch, aber scheiße, da muss ich jetzt hier erstmal wieder... Ach, erstmal jetzt hier wieder ein bisschen basteln. Zack! Ah, toll, direkt mir die Kiste wieder vor die Füße hingelegt. Dann, ich glaube so. Ach Mist, jetzt habe ich den da unten wieder vergessen. Ah! Da, da, da und so. Na, jetzt komme ich nämlich auf jeden Fall hier durch. Hier gibt es gar nichts zum Hochklettern. Also alles anscheinend nicht, was irgendwie in meiner Höhe wäre. Aber das scheint doch so zumindest so eine gewisse... Ja, guck mal, da komme ich zumindest drauf. Haha. Zack, nehmen wir einfach mal mit. Nur rein vor... Da, guck mal. Oh, leckse mich doch am Arsch. Ehrlich? Wo ist denn der scheiß Stern? Da hinten ist der Stern. Oh Gott. Einfach jetzt mal gar nicht bewegen, sondern nur noch die Leertaste benutzen. Nur noch die Leertaste benutzen. Wo ist der Stern? Da hinten ist der Stern. Die sind doch bekloppt, ey. Oh, bloß nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. Junge. Ah! Guck mal, da kann ich einfach draufstehen. Ich nehme einfach mal die Kiste mit. Ja, ist klar. Sonst komme ich nie auf irgendwelche scheiß Höhen. Und jetzt kann ich... Erzähl nicht. Wenn das jetzt der Stern ist... Dann schmeiß ich mich weg. Das ist... Was ist denn hier? Wo bin ich? Wo bin ich? Jetzt mal ohne Scheiß, wo bin ich? Ist das möglicher... Ist das hier diese offene Welt? Ist das hier die offene Welt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich laufe jetzt mal im Kreis rum. Das wäre natürlich cool. Jetzt habe ich nämlich aus einer anderen Welt eine Kiste mitgenommen. Das ist ja mal cool. Ja, es scheint fast so, ne? Oder ich komme hier nie wieder raus. Das kann natürlich auch sehr gut möglich sein. Aber ich glaube, als ich hier mal rumgelatscht bin, war das genau das, oder? Ich weiß gerade nicht. Ich schau mal. Ja, tatsächlich, das ist die Welt. Das ist offene Welt. Da habe ich jetzt eine Kiste aus einer anderen Welt hier mit reinnehmen können. Das ist jetzt ein wenig... Also ich finde es jetzt gerade echt schon ein bisschen tricky. Vor allem, wenn man doch die Welt... Also, man kann also Kisten... Ups. Wo bin ich dann hier? Ach so, ja, was für eine dämliche Frage. Dann bin ich natürlich wieder... im... normalen Level. Ne, hier war, glaube ich, hier war gar nichts. Zumindest nicht, dass ich es gesehen hätte. Oder? Ich weiß nicht.
Wisst ihr, ich hatte jetzt eigentlich nur ich war jetzt ein wenig überrascht, dass das jetzt mit dem Stern so schnell ging. Wo könnte jetzt... Das Blöde ist nur, jetzt muss ich natürlich den nächsten Stern finden. Da kann ich es nicht mitnehmen. Kann ich da vielleicht hoch? Flupp! Echt jetzt? Was nützt mir das? Mal gucken, im Zweifel muss ich zurückspulen. Ah! Hilfe! Ich komme hier. Boah, Schwein gehabt, ey. Das Doofe ist nur, die Kiste kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Ach nein. Jetzt habe ich es schon geschafft, die Kiste irgendwie so mitzunehmen und jetzt kann ich. Was ist das denn für eine Kacke? Ne, ich klicke hier nochmal wie einen Bekloppten und jetzt bin ich quasi runtergefallen. Na, echt scheiße. Aber um das Ganze jetzt mal weiterzuspinnen, ich komme hier wirklich nicht mehr raus. Oh, na super. Kann ich den ganzen blöden... Ich weiß nur nicht, wo ich beginne. Ja, dann will ich doch auf jeden Fall nochmal die Kiste wieder mitnehmen. Ich meine, nur wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann will ich das auch machen. Ob das natürlich was bringt, das weiß ich nicht. Hui! Aber wirklich cool. Hehe. Dann gehe ich natürlich hier direkt wieder raus. Aber diesmal laufe ich nicht so... Ha, ha, komm, hier war doch was. Nicht bewegen. Einfach nur mit... Ich glaube nicht, dass ich so ganz rumlaufen könnte, oder? Ups. Nee, guck mal, jetzt kann ich die nicht mehr nehmen. Vielleicht ein Stückchen weiter nach da? Komm schon. Komm, 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 komm. Nein, so doch nicht. Ach, schade. Nein! Ah, ach so, jetzt bin ich hier wieder. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also ich bin quasi direkt wieder am Eingang. Hier war doch der Eingang, ne? Tatsächlich. Also da komme ich nämlich ganz raus aus der Welt. Also in... So, so, nehmen. Ah! Oh! Guck mal, ich bin da ganz raus. Guck mal, was da hinten ist. Und man, ich jump hier gerade nur so durch die Gegend. Ah! Boah. Da hinten ist ein Stern. Da hinten ist ein Stern. Nimm einfach jetzt mal die Kiste immer wieder mit. Lalalala. Aber wie soll ich denn da jetzt wieder hochkommen? Da muss ich hier über die ganzen Ruinen jumpen oder was? Oh Gott. Na gut. Ja, da kann ich ja im Zweifel noch mal immer wieder hin. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass man da wirklich so durch die Gegend jumpen könnte. Da ist doch auch wieder so ein Vorsprung, ne? Ob ich einfach von hier... Nee, das ist zu... Schade. Mist, wie kommen... Oder hier wieder so ein Golem nutzen? Uhlalalala.
Nein, Mist! Oder woanders ein Golem nutzen? Einer, der vielleicht hier noch... Da oben, scheiß Stern. Kann ich hier vielleicht hoch? Tatsache. Tatsache. Was denn für eine... Jetzt, puh, ganz cool bleiben, Junge. Ganz cool bleiben. Gar nicht bewegen. Nur ganz vorsichtig. Wo? Ah! Also da komme ich schon mal, glaube ich, nicht hoch. Glaube ich. Glauben heißt wiederum nicht wissen. Hier ist ja gar nichts. Da ist dieses durch zwei Fenster, das habe ich. Da hinten funkelt und blitzt es. Ich will eigentlich nicht laufen. Naja. Kannst du das nicht einfach irgendwo hinstellen, wo ich denke, nicht runter zu fliegen? Ohne Scheiß, ich bin jetzt hier maßlos irritiert. Wenn ich von hier darüber springen könnte. Wir reden hier von könnte. Und das geht doch niemals gut. Scheiße. Oder kann ich vielleicht von der Seite irgendwie da? Was? Wo bin ich denn jetzt hingesprungen? Vielleicht gibt's ja hier... Boah! Kann es das sein? Da ist der Scheiß... Also warte mal, ich glaube, von hier kam ich doch gerade hoch. Aber ganz ehrlich, vom Rätseldesign ist das natürlich eine echt coole Geschichte. Wenn ich da runterfall, ne? Wow, 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 wow. Lalala, lalala. Kann ich da einfach rüber? Laber nicht. Nee. Bin so fassungslos gerade, ne? Das einzig Coole ist natürlich, man kann durchaus von hier oben vielleicht erkennen, wo noch ein Stern sein könnte. Ja, wir reden hier immer vom Konjunktiv. Weil ich glaube, ich habe jetzt erst drei Sterne... Aber ganz ehrlich, ne? Das reicht mir gerade sowas von. Mir reicht das absolut. Ich glaube nicht, dass ich die Kiste mit in die, ja, das hätte mich jetzt auch gewundert. Hier stand jetzt gar nicht, wie viele Sterne. Ich glaube, das stand nur draußen dran. Ne? Aber immerhin drei Sterne ergattert. So. Und jetzt muss ich natürlich zwangsweise schauen, ob das... Ja, hier ist natürlich ziemlich viel inzwischen los. Das weiß ich ja. Jetzt muss ich natürlich echt mal schauen, ob die Sterne überhaupt relevant sind, um wo ist es denn gleich nochmal? Man sieht das kaum noch. Aber um in das eine Ding da reinzukommen. So, jetzt erstmal schauen, wo ich hier wieder runterjumpen muss.
Ach, da hinten war das. Ups, 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 ups. Sofern ich mich nicht völlig irre, ne? Yeah! Baff! Aber immer mit dem Kopf voraus, ne? Weil vielleicht sammle ich ja jetzt gerade Sterne ein. Das ist natürlich ein heiles Wunder, dass ich da überhaupt irgendwas einsammeln. Aber... Scheiße, wo ging es denn jetzt nochmal hier runter? Da hinten ging es wieder runter. Bam! So, und jetzt schaue ich natürlich, ob das mit den Sternen überhaupt relevant ist. Ja, es sind tatsächlich Sterne. Wie viel brauche ich denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sterne sind noch vonnöten. Boah, ich sehe nichts. Hilfe. Ist aber gerade so egal, ne? Boah, 6 Sterne muss ich noch holen. Und in jeder Welt scheint es insgesamt 4 Stück zu geben. Und ich, ganz ehrlich, mir reicht das gerade sowas von. In der ersten Welt 3, wenn die, aber das heißt natürlich für mich letzten Endes, dass ich in jeder Welt 3 Stück kriege. Oder zumindest 2. Ich weiß, dass hier unten noch ein Stern ist oder war. Und zwar nämlich genau der in der Mitte. Da stellt sich natürlich mir wieder die Frage... Wisst ihr was? Ich probiere das jetzt einmal! Ups. Ich muss natürlich dann erstmal kurz wieder scharf nachdenken, wie das Ganze hier war. Und da ist auf jeden Fall... Hier gibt es sogar 2 Sterne? Das ist mir letztes Mal gar nicht so aufgefallen. Yo, tatsächlich 2 Sterne. Egal. Wir probieren es einfach mal. Ein wenig. So, genau, hier sind schon mal 2 Stück. Den einen kann ich direkt hier rüber manövrieren. Ja, genau. Okay, da... Ach, guck mal, die Schlüssel liegen jetzt direkt hier. Stimmt, weil die hatte man ja schon eingesammelt gehabt. Es ist natürlich wie eh und je wieder dieses gleiche Prozedere. Stimmt, hier gibt es sogar 2 Stück... La 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 la. Lass ich den einen jetzt hier erstmal stehen. Ich lasse jetzt den einen, glaube ich. Ach, scheiß da drauf. Ich nehme die jetzt erstmal alle mit. Punkt. So. Dann kann ich. War da hinten noch was? Da war insoweit nichts. Wie war das gleich nochmal? Das ist natürlich immer ein bisschen doof, wenn man nicht gerade mehr ganz so in der Materie drin ist. Ach, so war das. Jetzt habe ich es wieder. Also, einmal wieder direkt auf die andere Seite, bitte. Dann nehmen... Hinstellen. Gemma wieder nehmen. Muss ich jetzt erstmal, weil ich glaube, sonst komme ich hier nicht weiter. Wupp. Wuppa. Erstmal den blauen anvisieren. Ich denke mir ja, dass ich hier mir das zusammenschustern muss, damit ich dann in der Mitte lande. Weil mit dem anderen bin ich ja
nur eine gewisse Distanz. Ach, jetzt hab ich den einen doch noch mitgenommen, ne? Ach, und wieder einmal rum. Wieder einmal rum. Rum, rum, rum. Trinkst du gerne rum? Ich weiß nicht. Brauche ich ein oder zwei? Ich nehme mal beide. Damit ich gleich... Achso, hier sind sogar auch noch vier. Okay, dann ist das, glaube ich, schon so ganz in Ordnung, was ich jetzt hier gerade verzapfe. Rum, die dumm, die dumm, die dumm, dumm, die dumm, dumm, dumm. Ja, ja, ja. Tür bleibt auf. Strike. Da ist noch nichts drin verarbeitet. Die Tür bleibt jetzt auf durch den blauen Laserstrahl. Das gibt Kilometergeld, du. Und wie war das nochmal mit Rot? Wo befindet sich nochmal Rot? Da hinten ist der rote Scheiß. Kacke. Wie war das gleich nochmal? Da ist die Scheißwand. War das so? Ehrlich? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das wirklich so war. Nee, ich pack das jetzt nicht. So. Dann geht es weiter. Tür ist auf. Was? Wie war das gleich nochmal? Schon wieder die Hälfte vergessen. Jetzt ganz ehrlich, ich habe wirklich schon wieder die Hälfte vergessen, wie das hier zu handeln war. Ich kann den dahin machen. Die eine Tür bleibt auf. Dann kann ich... Ganz ehrlich, wie schon gesagt, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Jetzt fliegt das Ding nach oben. Dann kann ich von der anderen Seite den blauen nämlich jetzt nach da oben befördern. Boop. Das krieg ich schon hin, das krieg ich hin. Ich bin ja gut. Glaube ich. Kann ich den nehmen? Und dann natürlich die Tür aufmachen, du Pfeife.
Der Red Red Wine, der kann da so hin. Ach so, Mist. Schon wieder einen vergessen hier. Den dahin und so. Und jetzt kann ich den blauen damit verbinden. Und jetzt kann ich mir das Ding nehmen. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich weiß nur nicht mehr was. Der blaue ist nur dafür gedacht, darüber zu fliegen. Deswegen nützt er mir leider gar nichts. Deswegen mach ich jetzt... Ach, so ist das hier. Das ist natürlich blöd, wenn ich mir das so recht überlege. Ist das echt scheiße. Weil was nämlich richtig beschissen... Warte mal, den blauen, den brauche ich doch jetzt nicht mehr, ne? Den blauen brauche ich doch nicht mehr. Weil ich will zumindest noch einen Stern ergattern. Ich bin gerade in so einem Fluss drin. Und den möchte ich ungern... wo ist der? Hä? Ja, das ist schon so in Ordnung, denke ich, alles. Das darf doch nicht wahr sein. Das Ding stört sich jetzt echt an dieser Pisse. Entschuldigung. Entschuldigung für diese Wörter. Mann. Echt, ey. Da wird man doch ein wenig sauer. Entschuldigung. Habe ich eine Möglichkeit? Von hier aus auf jeden Fall. Ja, ist nicht so schlimm. Sage ich jetzt mal. Jetzt habe ich hier... Kann ich also von der Seite auch komplett rüberfliegen. Wenn der da steht, dann kann ich doch auf jeden Fall da den roten bekommen, ne? Ich muss doch jetzt eigentlich nur das genau gleiche Spielchen... Ich muss doch quasi nur... Aber warte mal, ich muss das jetzt... Ja, ganz cool bleiben. Oh Gott. Der rote ist jetzt gerade zu viel des Guten. Ja, komm, alles wieder hoch damit, bitte. Den kann ich da drauf setzen. Dann muss ich den blauen Strahl, also dann muss ich das tatsächlich erstmal mit dem blauen Strahl machen. Und dann kann ich hiervon einen auf jeden Fall nach drüben wandern lassen. Ja, mit Blick jetzt leider auch auf die Uhr, muss ich hier jetzt leider Stopp machen. Ja, bitte dies einfach zu entschuldigen. Wir machen hier nächstes Mal auf jeden Fall weiter. Hoffe es auch so irgendwie noch gebastelt zu bekommen, aber ich denke schon. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Talos Principle Road Together mit eurem Gabo. Bis dahin, ciao.